Sie dürfen sich jetzt über ein paar schöne, sonnige, frühlingshafte Tage freuen. Der Nachteil dieser Wetterlage ist, dass die Nächte weiterhin ziemlich kalt bleiben, vor allen Dingen über dem Schnee am Alpenrand. Da sausen die Temperaturen in der Nacht runter auf -3 bis sogar -7 Grad. Ein wenig milder bleibt es Richtung Mainfranken, Mittelfranken, da haben wir am Main so um die 0 Grad herum. Also die Landschaft verbreitet dann verreift und ein paar Nebelfälle sind auch mit dabei, vor allen Dingen so rund um die Donau, Richtung Iller und auch am Bodensee. Aber diese Nebelfelder verschwinden dann sehr, sehr schnell am Sonntag. Sonnenschein macht sich breit in Franken überall. Nur ein paar dünne Schleierwolken sind da und die Temperaturen dann am Nachmittag nach der frischen Nacht angenehm mit rund 9 Grad im Hofer Land und bis zu 13 Grad entlang des Mains. Der Wind, der stört kaum. Wir haben nur einen schwachen Wind aus südöstlicher bis südlicher Richtung. Dann schauen wir weiter in die Oberpfalz und nach Niederbayern. Ein paar Frühnebelfelder an der Donau sind bald aufgelöst. Dann scheint die Sonne. Am kühlsten bleibt es im Bayerischen Wald mit knapp 10 Grad. Ansonsten geht es mal an Donau und Naab auf 12 bis 13 Grad hoch. Und windgeschützt fühlt sich's deutlich wärmer an. Der Wind hat ohnehin nicht viel zu melden. Er weht meistens aus östlicher bis südlicher Richtung, Mittelstärke 1 bis 2, nur Richtung Gäuboden. Da kann er vorübergehend in der Mittagszeit ein wenig auffrischen. Sonnenschein und lockere Wolken auch in Schwaben und in Oberbayern. Ein sehr, sehr freundlicher Ausflugstag. Für alle Wintersportler gibt es in den Alpen eine super Fernsicht. Temperaturen 9 bis 12 Grad allerdings. Der Wind, der sorgt doch für ein etwas kälteres Empfinden. Vor allen Dingen im Alpenvorland pustet er über Mittag und am Nachmittag kräftig. Mit viel Sonnenschein geht es weiter in den nächsten paar Tagen. Die Nächte sind weiter kalt, am Tag wird es jeweils angenehm warm.